Aber das ist doch kein Kaviar. Das sind Senfkörner. Schnee in diesem Winter. Weißt du, was das bedeutet? Heute Nacht ist die Nacht der Geschenke. Hast du wohl ab? Verschwinde, du blöder Pieplatz! Was machst du denn da oben, Gorm? Ich warte auf den Weihnachtsmann. Letztes Jahr bin ich eingeschlafen, aber dieses Jahr bin ich vorbereitet. Ich werde die ganze Nacht über wach bleiben. Lass mich bloß in Ruhe. Ach, wenn's doch bloß schon Nacht wäre. Hoffentlich hat deine Mama auch alles vorbereitet. Wo willst du denn damit hin, Gilby? Oh, naja, ich gehe angeln. Mit einer Leiter? Du hast wohl noch nie einen fliegenden Fisch gefangen, was? Hä? So, das Feuer ist aus. So kann der Weihnachtsbock sicher durch den Kamin fliegen. Und wenn er es endlich bis zu uns geschafft hat, warten schon die Honigkekse auf ihn. Ist das aufregend. Als ich 10 war, da wollte ich, dass der Weihnachtsbock mir eine Streitaxt schenkt. Hat er aber nicht gemacht. Was möchtest du dieses Jahr haben, Ilva? Oh, ich bin schon glücklich, dass wir an Weihnachten alle zusammen sind. Weil Ilvi heute bei uns übernachtet, dürft ihr euch was Leckeres mit nach oben nehmen. Au, ja! Na dann marsch ab ins Bett mit euch, oder der Weihnachtsbock kommt nicht. Wer ist das denn? Oh, das muss er sein! Vicky, wie lange dauert's noch, bis er endlich da ist? Weiß ich nicht. Er muss jeden Augenblick kommen. Vicky, warum kommt er denn eigentlich durch den Kamin? Warum geht er nicht durch die Tür? Naja, er ist kein gewöhnlicher Ziegenbock. Er kann ja auch fliegen. Hab ich dich! Oh!